Dann arbeiten wir doch erstmal die Kultur ab, bevor wir uns von den vier netten Jungs bespaßen lassen. Also ein bisschen umgucken auf der Terrasse. Wir sind jetzt also am Rücken des Drachen. Was die Kamine da so sind, weiß ich nicht. Wir gehen mal nach vorne. Da kann man also an der aufgebauten Bar runtersehen auf die Terrasse und den darunterliegenden Balkon. Da ziehen Wolken auf, sehe ich gerade. Ja, da waren wir ja vorher. Ja. Und Kamine. Okay, das ist ganz einwandfrei, der Rücken des Drachen mit den Zacken drauf. Und das ist die Tür, durch die wir gleich verschwinden müssen. So, erstmal der Überblick übers Dach. Unsere Plätze haben wir eingenommen. Behind.
Es war insgesamt ein magischer Abend. Erst diese unzähligen Eindrücke wieder, was Gaudis Kreativität angeht, eine sehr, sehr gute Führung, dann diese leichte Stunde dazwischen bei toller Musik, guter Stimmung und unter dem Nachthimmel auch eine besondere Atmosphäre. Und es ging auch wirklich eine Stunde lang. Und jetzt kommt noch der Abstieg und ich hoffe sehr, dass ihr euch auch das Video anschaut vom Casa Batlló innen.